Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Dress to Impress Video. Kahn, schön, dass du da bist. Hallo, Leute. Ja, ich konnte es wieder kaum erwarten, bei Dress to Impress zu sein, Danja. Danke. Ich dachte es mir. Deshalb spielen wir das natürlich wieder. Wir machen heute eine kleine Challenge. Ja, wie sonst auch. Konntest du dir ja gar nicht denken, ne? Überhaupt nicht. Nein, was für eine Überraschung. Surprise! Und zwar ist es heute so, dass wir alles, was wir anfassen, also alles, was wir anprobieren in dem Fall, nehmen müssen. Oh, das ist ja easy. Du darfst nichts wieder ablegen. Das mache ich meistens sowieso. Echt? Ja. Testest du nicht ein bisschen rum? Aber gilt das jetzt auch bei Schminke und so? Also alle, auch bei Haaren? Ja, alles, alles. Alles? Aber darf ich auch übereinander? Ja, das dürfte ich ja. Übereinander darfst du musst es halt nur anlassen. Boah, okay. Pastellgoff ist jetzt auch nicht gerade das einfachste Thema, um da rein zu starten, muss ich sagen. Aber Farbe und so können wir anpassen noch. Ja, natürlich. Also das ist kein Problem. Du musst halt nur anlassen, wenn du es einmal angezogen hast. Gilt auch für Code-Items, alles. Weil das mit den Farben mache ich auch so, dass ich quasi zuerst jetzt übereinander stapel und dann die Farben anpasse. Ja, ich krieg das aber, glaube ich, hin. Jetzt habe ich gerade voll das Commitment gemacht, aber ich glaube, das ist okay. Okay, ein Oberteil. Hast du eigentlich, ich habe letztens so ein Video gemacht, wo ich so meine verhasstesten Themen bei Dress to Impress gestylt habe. Hast du? Ja, habe ich natürlich absolut nicht gesehen. Welche sind das? Nein, das konntest du auch noch nicht sehen. Das ist noch nicht online, wo wir jetzt das aufnehmen. Aber hast du denn Themen bei Dress to Impress, die du überhaupt nicht magst? Ja, erstmal Themen, die ich nicht verstehe. Ja, fühle ich. Boah, was noch? Ja, und so zu allgemeine. Wir hatten zum Beispiel vor dieser Runde, vor der Aufnahme, obwohl die ging eigentlich, aber zum Beispiel so, weiß ich, Beach oder sowas. Weiß ich, das ist mir zu allgemein einfach. Also es muss schon so ein bisschen wie jetzt hier, was wir haben. Pastel Goth. Finde ich eigentlich schon ganz cool. Auch wenn es nicht unbedingt mein Thema ist, aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz cool. Mhm. Ja, weil es halt, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, ne? Richtig. Ja, also ich muss hier auch gerade, ich habe vorhin mich für ein Oberteil entschieden und bin überhaupt nicht zufrieden mit meiner Wahl. I'm not impressed. Aber können wir die Farben immer wieder anpassen? Ja, die Farben kannst du immer wieder anpassen. Das mache ich auch so. Schwierig irgendwie hier. Bin noch ein ganz kleines bisschen erkältet. Oh, gute Besserung dann, ja. Danke, danke. Falls ihr mich hier ein bisschen, falls ihr ein bisschen komisch klinge oder ein bisschen schniefe, dann liegt das daran. I'm sorry. Augenbrauen nehmen wir mal die. Mich hier nehmen wir die. Ich hab halt, ich tendiere auch irgendwie ein bisschen immer dazu, das halt wirklich so Goff zu machen. So. Mit viel Schwarz und so, weil das ist es ja gar nicht. Aber so ein spezielles Thema, wo du sagst, das gefällt mir gar nicht, gibt's nicht? Nicht unbedingt, nö. Also fällt mir jetzt zumindest nicht auf Anhieb ein. Bei dir? Ja, also ich habe drei gemacht, von denen, die ich nicht so gerne mag. Und da war halt zum Beispiel das eine dabei, was wir halt schon mal zusammen gemacht hatten auch. Dieses ganz knallbunte. Das fühle ich zum Beispiel gar nicht so. Dieses Decora. Ja. Ja, stimmt. Ja. Aber das war ja so ein Thema, wo ich gesagt habe, das verstehe ich sowieso nicht. Also das holt mich auch nicht so ganz ab, muss ich sagen, leider. Oh, ich weiß gerade gar nicht, was ich noch für Themen hatte, die ich nicht so gefühlt habe. Also es gibt auf jeden Fall einige Themen, wo ich sage, ja, nee, die müssen jetzt nicht unbedingt sein. Fallen einem jetzt nicht so auf Anhieb ein, aber... Ja, am besten schaut ihr einfach das Video, weil da habe ich es ja gesagt. Da ist es ja drin. Also ich bin eigentlich zufrieden dann, ja. Das freut mich. Mal schauen, wie dir der Look gefällt, Danja. Sehr, sehr, sehr gespannt. Oh nein, ja, ich bin nicht fertig geworden. Oh, Danja, das ist ja wieder typisch. Ja? Ja, mhm. Also ich finde es nicht ganz pastell, sondern ja, so ein bisschen zu knallig. Mhm, auch gerade gedacht. Aber es geht schon vom Look in die richtige Richtung. Ja, denke ich auch, ja. Ja, das finde ich ein guter Look. Die Haare sind gut. Das ist ein guter Look. Nö. Das passt leider überhaupt nicht. Nee, finde ich auch nicht. Das ist es nicht so ganz. Ah, nee, finde ich auch nicht. Das ist halt voll schwer, weil Pastell ist einfach, aber dass es dann noch goff aussieht, auch nicht so richtig. Ist ein schweres Thema. Danja? Ja. Ja, das, doch, ja. Auch wenn die Schminke mir persönlich nicht gefällt, aber es trifft das Thema. Also kriegst du 5 Sterne von mir. Danke, danke. Ich bin nicht 100% zufrieden. Ich hätte gerne die Schuhe noch. Ja, stimmt, die haben jetzt nicht ganz so gepasst, ja. Ja, die hätte ich so gerne noch. Hier komme ich. War die Zeit um. Das ist ein starker Look. Kriegt 5 Sterne. Ja, danke schön. Sei ehrlich, du würdest mir aber 7 Sterne geben, wenn es geht, oder? Ich würde dir 10 Sterne auch geben. Oh, danke schön. Also ich würde dir ja trotzdem immer noch 5 Sterne geben. Oh ja.
Ah, das passt auch nicht ganz. Ich finde, hier sind die Schuhe auch wichtig ein bisschen. Ja, komm, die Katze, das gibt 2 Punkte. Kahn, du kannst dich hier nicht immer so einfach einlullen lassen von Katzen. Ja, aber es ist eine Katze. Geht nicht. Ja, ich weiß. Ist auch ein guter Look. Ist jetzt nicht unbedingt Pastell. Ja, aber zumindest komm, das gibt 3 Sterne. Das sieht cool aus, aber es ist nicht ganz das Thema, ne? Aber es ist ein Fan, also... Ach so, also 5 Sterne. Ja. Das dürft ihr jetzt aber nicht immer reinschreiben. Ja, ist auch schlau, Kahn. Ja, stimmt. Ja, das passt auch nicht ganz, das ist eher so Skifahren, ne? Ja. Da sind wir hier wieder in St. Moritz gelandet. Das ist St. Moritz Gothic. So, Danja, ich denke, wir sind auf Platz 1 und 2. Besser wär's. No. Ja, Mann! Abgeliefert. Dann werden wir die Klamotten hier mal wieder los und jumpen in die nächste Runde. Let's go. So, Kahn, bist du bereit? Ja, aber ich freue mich gerade, was für ein Thema das ist. Krönung. Krönung, okay, alles klar. Ja, dann bin ich bereit. Was ziehe ich denn jetzt an zu meiner Krönung? Ja, schon nicht einfach. Boah, das finde ich jetzt ein bisschen viel. In welchem Königreich werden wir denn aber gekrönt? Ja. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne? Das kannst du, glaube ich, machen, wie du willst. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht Königsblau ist nicht schlecht, ne? Heißt auch nicht umsonst Königsblau. Dann nehmen wir hier so ein bisschen Gold. Ich glaube, bei so einer Krönung hat man schon viel Gold unter, so überall, ne? Das kann sein, ja. Dann mache ich, glaube ich, hier das irgendwie so. In welchem, wo lässt du dich krönen, Kahn? In Monaco. In Monaco? Das ist das Wochenende, bevor die Formel 1 stattfindet. So sieht das jetzt bei mir aus. Ja, da kann man sich auch ruhig mal krönen lassen, oder? Ja, absolut, finde ich auch. So, Schminke kann ich ja ändern, das ist ja noch von der letzten Runde. Mhm. Ja, das passt. So, jetzt brauche ich eine schöne Frisur. Königlich muss es sein, königlich. Ey, es fällt mir gerade ein bisschen schwer. Habe ich denn schon eine Krone, wenn ich zu meiner Krönung gehe? Ja, klar. Ja, also wir können ja gerade den Moment der Krönung können wir ja festhalten. Ach, Mann, das brauche ich nicht. Ja, machen wir das mal so. Die Zeit, die rennt auch schon wieder weg. Ja, schönes Königreich auf jeden Fall. Läuft. Ja, keine Ahnung, was hat man denn noch? Schweren Schmuck irgendwie wahrscheinlich. Schön schwerer Schmuckischmuck. Weißt du, was ein bisschen witzig ist? Ich orientiere mich gerade die ganze Zeit so an Krönungen aus Disney-Filmen. Ich denke gerade die ganze Zeit an Frozen. Ist ja auch erstmal nicht falsch. Ja, ich denke gerade halt die ganze Zeit an Frozen, an die Krönung da. Was trägt man denn für Make-up bei einer Krönung? Ich glaube wenig, ne? Ich glaube, bei einer Krönung muss man es nicht übertreiben. Ja, dezent. Ich würde es auch dezent machen. Ist ja eine Königsfamilie, da darf man ja jetzt nicht so übertreiben. Ich bin, glaube ich, auch echt glücklich darüber, ne, dass ich gekrönt werde. Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich werde, glaube ich, die Prinzessin oder die Königin von dem Pastellkönigreich. Das Pastellkönigreich? Ich frage mich gerade, was man für eine Frisur trägt zur Krönung. Ja, auf jeden Fall nach hinten eigentlich gebunden, weil man soll ja die Krone ganz gut sehen. Aber leider habe ich mich nicht für die beste... Von vorne ist okay, aber von der Seite sieht... Weil es sind 2 Zöpfe, also hätte man auch eine bessere Frisur machen können. Ach ja, manchmal, da muss ich auch ein bisschen lachen. Aber ich finde, das ist eigentlich eine realistische Frisur für eine Krönung. Und ich muss auch echt die ganze Zeit dran denken, dass ich an die Challenge denken muss. Ich hoffe, ich habe das zwischendurch nicht mal vergessen. Ja, nö, ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe immer das... angelassen, ne? Also ich kann vielleicht noch mal gucken, ob ich was an der Haarfarbe mache. Das darf ich ja ändern zwischendurch. Das darfst du auf jeden Fall ändern. Oh! Oh, jetzt. Ich hatte keine Zeit mehr. Jetzt das erste Mal, dass ich keine Zeit hatte. Okay, da bin ich. Okay, Danja. Ja, das ist schon. Ja, also. Ja, passt. Ich bin halt kein Fan von dieser Krone und ich finde das auch mit dem Stab so ein bisschen übertrieben. Aber man hat doch immer dann so, wenn du eine Krönung hast, haben die doch immer so einen Stab und sowas Rundes in der Hand, oder? Muss nicht, nein, muss nicht. Nicht? Okay, ich dachte, mein Zepter muss mit. Das bin ich? Ja, finde ich süß, aber finde ich viel zu kurz für eine Krönung. Hä, hallo, das Monaco. Wie lässt du dich denn krönen? Ja, aber auch in Monaco. Auch in Monaco haben die doch Regeln. Ja, Danja, es tut mir leid. Mir ist leider bei dir ein Fauxpas passiert. Was? Ich habe dir nur 1 Stern gegeben. Ja, super. Vielen Dank, Kahn. Ja, aber ich schwöre, ich wollte. Ja. Ich wusste nicht, zwischen 3 und 4 war ich mich am Entscheiden und dann war es schon wieder weg.
Es tut mir doch leid. Ich habe mich doch entschuldigt. Ich habe es doch extra gesagt, nachdem ich dran war. Okay. Weil sonst hättest du mir auch noch extra einstellen. Gesagt, nachdem ich dran war, ja. Ja, das finde ich süß. Die Krone finde ich auch besser. Nur das Kleid ist ein bisschen unruhig so übereinander. Vielleicht habe ich ja so mal eine Chance, vor dir zu landen jetzt. Ach, schau. Ja, ziemlich sicher hast du jetzt eine Chance, vor mir zu landen. Also das ist keine Krönung, glaube ich. Aber vielleicht bei einer Krönung dabei sein, weil sie macht Fotos. Ach so. Ja, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Na, siehst du? Das ist auch wieder man meine auch, Denkweise. Ja, also wir werden gekrönt. Immer im Mittelpunkt sein. Ja, guck, das könnte ja... Ja, doch, das ist ein guter Look. Das ist ein stabiler Look. Fünf Sterne. Ja. Bin auch momentan wieder ein bisschen in dem britischen Königshaus Rabbit Hole gefangen, muss ich sagen. Ich bin... ja. Okay. Ich habe einen Podcast letztens gehört darüber. Ja, ich muss halt sagen, also so Königsfamilie interessiert mich überhaupt nicht. Gar nicht. Null. 0,0. Verstehe auch diesen ganzen Hype nicht darum. Also klar, ich verstehe das jetzt so in anderen Nationen vielleicht, aber ja, ist überhaupt nicht mein Thema dann, ja. Das ist völlig okay, aber ja. Ich find's trotzdem spannend. Genauso wie ich mir auch Klatschzeug gebe. Ja, ich wollte sagen, give me the tea. Dafür ist es natürlich gut, aber... Ja, ich glaube, die gehen alle der Krönung zugucken, Kahn. Ja, aber mit einem Eis? Ja, vielleicht. Ach so, und bei mir sagen? Ach so, ja, natürlich. Und bei ja, mir du wurdest doch selber gekrönt. Ja. Hallo, ich darf mich anziehen, wie ich will dann. Nee, eben nicht. Das ist doch die Sache. Ja! Königin von Monaco hier. So. So, letzte Runde, Kahn. Aber guck mal, hätte ich dir 5 Sterne gegeben, hättest du trotzdem nicht gewonnen. Wer hat denn hier Kahn mehr Sterne gegeben als mir? Ich bin nur hier ganz eindeutig royal gekleidet. Ich hoffe nur, ich habe mich an die Challenge gehalten die ganze Zeit, ey. Weil wenn ja das Halloween-Update kommt, das übrigens am 19. Oktober wahrscheinlich kommt, vielleicht auch ein bisschen eher, aber ziemlich sicher am 19. Dann will ich ein bisschen Cash in the Tash haben. Ja, komm, du kannst auch Robux. Du wirst doch einfach Robux kaufen. Vermutlich ja. Aber ich habe hier, glaube ich, noch keine Robux ausgegeben für Geld bei Dress to Impress. Glaube ich. Nur halt für so Game Passes und so. Baddy! Ja, das muss ich auch sagen, ist ein bisschen overused bei Dress to Impress. Finde ich auch. Ich will auch mal ein cooles Baddy-Thema machen, aber irgendwie sieht es immer so recht ähnlich aus, ne? Komm, weißt du was, ich mache jetzt, ich gehe mal jetzt als männliche Figur. Kann ich ja jetzt nicht mehr zurücksetzen? Nee, das darfst du nicht mehr zurücksetzen. Das ist Teil des Looks. Und vor allem, wenn du dann halt Sachen anhast, funktionieren die ja an dem anderen Avatar nicht mehr. Also, das ist eine wichtige Entscheidung. Okay, ich mach das. Boah, da habe ich mir so schnell... Habe ich jetzt nicht viel nachgedacht, aber manchmal ist es ja auch nicht schlecht, ne? Die Lashes nehme ich auf jeden Fall. Baddy! Mit meinem Baddy! Mhm, ja. Also ich sag's, wie es ist, die männlichen Frisuren sind immer noch eine absolute Frechheit. Also nicht die da sind, sondern die Anzahl, das meine ich damit. Ja. Also im... Nein, jetzt kann ich die nicht wegmachen. Aber so kann ich es machen. In dem Herbst-Update, also im Halloween-Update, werden ziemlich sicher mehr Männersachen kommen. Das kann ich dir schon sagen. Das werden wir sehen. Also die haben schon richtig viele Sneak Peeks gezeigt für den Sachen, die kommen. Man hat schon sehr, sehr viel gesehen davon. Darf ich Muster auch anlegen und wieder ablegen? Ja, das darfst du alles machen. Das zählt ja zu Einfärben. Alter. Jetzt habe ich gerade, ohne so richtig nachzudenken, ein Gesicht drauf gemacht. Auch dann, ja. Ich dachte, ich wollte mal kurz gucken, wie es aussieht. Und dann fiel mir so auf, oh, ich darf es ja nicht mehr ablegen. Oh, no. Ich möchte, dass du es dann siehst, Kahn. Okay, also zu dem Thema passt es jetzt eigentlich ganz gut, aber es ist ein bisschen witzig auch. Ja, bin ich mal gleich gespannt. Das ist ein bisschen drüber, würde ich sagen. So ein ganz kleines Mühchen over the top. Ah, noch ein Pony dazu. Boah, aber Pony finde ich hier immer richtig schwierig. Wenn ich das jetzt nicht mehr ablegen kann, lasse ich, glaube ich, lieber den Pony weg. Aber es sieht doof aus ohne Pony. Muss ich einen Pony draufsetzen? Oh! Hilfe, das ist gerade eine richtig schwere Entscheidung, Kahn. Okay. Das macht mich gerade richtig fertig. Okay, ich mach Edges drauf. Okay, es sieht nicht schlimm aus. Weil manchmal passt das dann nämlich nicht zu dem Look, den man hat.
dann ist das ganz schön schlimm. Aber so geht's. Ich bin gleich mal wirklich gespannt auf deinen Look. Ja, ich auch. Ich muss auch die Farben gleich noch anpassen. Die habe ich jetzt erstmal alle so gelassen. Ja, das war ein relativ basic Look, aber ja, probieren wir es mal. Ich bin mit der Haarfarbe noch nicht ganz zufrieden. I'm a baddie. Hilfe. Oh, okay. Na gut, ich gehe jetzt mal färben. So, dann ich denke, das mal. Könnte klappen. Könnte das klappen? Yes. Cool. Coole Sache, Harry, coole Sache. Ich bin jetzt auch gerade hier voll dabei. Och, die blöde Zeit immer, ey. Das nervt mich. So, ich bin fertig. Ja, ich auch. Ganz ehrlich, eigentlich passe ich ganz gut zum Thema. Auch, ja, da bin ich. Ja, schon so. Doch. Ja, also, ja gut, die Schminke passt überhaupt nicht dann, ja, sorry. Die Schminke ist ein bisschen doll. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. 4 Sterne. Hast du mir 5 gegeben? 4. 5. 4, jetzt übertreib mal nicht, sorry. Den einen hättest du mir ruhig noch geben können für die letzte Runde. Ja, sieht cool aus. Sieht cool aus, ja. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt bei Baddie an Jogginghosen gedacht hätte. Diese Posen, ehrlich. Keinen Sinn. Einfach keinen Sinn. Pose 28! Was? Pose 28. Achso, ja. Ja, auch ganz cool. Oh, das sieht cool aus. Wie findest du das, Karl? Ja, das ist okay. Find's super cool. Ja. Hat so ein bisschen auch 90s-Look, ne? Mhm. Ja, auch okay. Finde ich auch sehr gut, ja. Auch mit diesem Leoprint auf der Handtasche. Ja, finde ich auch cool. Ja, aber sieht schon ein bisschen, also so ganz baddie sieht das jetzt nicht aus. Ja, deshalb habe ich jetzt auch 3 Sterne, weil ich finde es cool. Aber es... Vielleicht die Handtasche, vielleicht war es die Handtasche. Thema. Ich weiß nicht. Ja, ich... voll schwer irgendwie, aber ich glaube für baddie fehlt mir so ein bisschen mehr Textur. Weißt du, was ich meine? Also so ein paar mehr unterschiedliche Sachen. So hier, das finde ich jetzt zum Beispiel auch gut, weil da ist irgendwie viel los. Ja, aber ich finde, mit der Kette wurde das ein bisschen zu einfach gemacht, finde ich. Achso. Ja, ich finde den Hut halt gut. Ja, finde ich auch gut. Da finde ich, passt nur das Make-up nicht so gut. Und die Tasche. Ja, finde ich auch gut. Das Kleid da so mit diesem Leo-Muster, da ist, glaube ich, Oberteil mit Dings. Finde ich gut. Finde nur, die Frisur ist eher in Richtung Preppy oder Old Money. So, mal gucken. Was? I'm the baddest of them all. Was? 27 Sterne? Willst du mich veräppeln oder was? Ja, Leute, also, das war die heutige Runde Dress to Impress, aber wir müssen alles anziehen, was wir anfassen. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch mal wahrscheinlich aus Versehen was gemacht habe. Es kann gut sein. Es sieht auch gerade so aus, als hätte ich einen Bart, weil jemand gerade in mir drin steht. Das ist ein bisschen witzig. Okay. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei dem Video. Da bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao, Kakao.